willkommen auf meinem Fanstyle-Channel Bunny Sport. Jetzt habe ich ein Tutorial gemacht für die Disziplin Boxen von den Olympischen Spielen. Ja, und wenn das deine Lieblingsdisziplin ist, du diese Disziplin absolut verfolgst bei den Olympischen Spielen und nur darauf wartest, auf Boxen, dann ist das hier dein Tutorial. Weil ich hier dein Fanstyle habe, dein Fan-Make-up, dein Rundum-Paket, wie du zu den Olympischen Spielen gehen könntest als Box-Fan. Oder einfach nur vorm TV sitzt. Das ist egal. Viel, viel, viel Spaß jetzt hier in deinem Tutorial für Disziplin Boxen von den Olympischen Spielen. Bam, 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 bam. Es ist wichtig, dass man auf beiden Seiten sieht, worum es geht. Zu einem Olympia, ganz klar. Zum anderen die Disziplin. So, auf dieser Seite male ich die olympischen Ringe. Aber nicht als Ring, wie du das jetzt vielleicht erwarten würdest. Also ich mache das Ganze jetzt einfach mal, weil ich Lust dazu habe und weil ich es schön finde, in Form von Blumen. Ich male die einmal vor mit Kajal und dann mit den entsprechenden Farben aus. Da habe ich dann Faschingstusche. Jetzt habe ich ja so eine kleine Vorlage und fange erstmal mit Blau an. Ja, ich schreibe dann gerne auch noch direkt hier rüber Olympia-Helm. Kleiner Tipp von mir, ich habe mir das jetzt in Großbuchstaben einmal spiegelverkehrt aufgeschrieben auf dem Blatt und kann das dann somit viel, viel besser abmalen. Auf der anderen Seite die Disziplin Boxen. Und die mache ich in Form von Strichmännchen. Finde ich ganz witzig, die Idee, und total einfach. Und war für mich die beste Lösung, zu zeigen, für welche Disziplin man ist. Oder Stress, der mir einfach nicht steht. Kühles Gemüt wie der Drink in meinem Glas. Mir geht es super und ich sag, es ist ein positives. Jetzt noch ein bisschen Lidschatten und einen Lippenstift für die Mädels. Also ich trage jetzt auch mein bewegliches Lid schwarz auf. Ja, den trage ich mit so einem Applikator hier auf. Und um dann einen weichen Übergang nach außen zu arbeiten, nehme ich noch einen weicheren Pinsel dafür. Die Wimpern am besten schön schwarz tuschen dann. Und dann noch ein bisschen Kajal. Auf die Wasserlinie. Und jetzt rote Lippen. Ich liebe es und muss nur grinsen. Das Make-up ist so fertig. So könntest du dich jetzt schön auf die Tribüne setzen und zuschauen beim Boxen und richtig anfeuern. Aber da fehlt noch eigentlich eine ganze Menge. Deswegen empfehle ich dir, dran zu bleiben. Schau dir auch ruhig Teil 2 an, denn da zeige ich, was ich Schönes mit den Haaren mache und was ich mit den Nägeln gemacht habe. Also, viel Spaß bei Teil 2. Genau jetzt. Du musst nur dranbleiben. Muah!